Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. In der heutigen Folge werden wir uns ein bisschen um dieses kleine Eisenproblem hier kümmern, weswegen wir hier noch ein paar Sachen einsammeln, die wir definitiv dafür benötigen werden. Ja komm, nimm mal alle Drills mit. Das Eisen hier kann bleiben. Strommästen haben wir noch genug. Ach, guck mal, hier kann ich noch ein bisschen Eisen schnorren. Mit Eisen werden wir auch eine ganze Menge benötigen. Dann benötige ich hier ein paar Fließbänder vielleicht. Nee, habe ich genug. Was ich als halber nochmal so zwei Stacks mitnehmen oder drei. Wobei, ich sollte es mit roten basteln. Genau, weil es ist ja immerhin Eisen. Rote Tunnel habe ich noch, rote Teiler habe ich noch, gut. Dann benötige ich Öfen. Dann nehme ich am besten auch den ganzen Stack hier mit. Und dann können wir eigentlich loslegen. Vier Türme sind in einen Kampf verwickelt. Sechs Türme ist ja auch in Ordnung. Und wir werden uns mal dieses große Eisenfeld hier einverleiben. Und daraus irgendwie eine sekundäre Eisenversorgung machen. Wobei, eigentlich wird sie in die primäre reingeleitet. Ich lasse überall nur einen Abstand. Zwei wären zwar auch möglich, so wie hier. Aber einer ist ja auch in Ordnung. So. Bitte einmal wenden. Das Ganze wiederholen wir hier nochmal. Immer und immer wieder. So, weiter geht's. Das Ganze ein bisschen dauern, bis hier die ganzen Erzförderer platziert wurden, aber... es soll sich ja lohnen. Und ich glaube, wegen diesen einen Fitzel mache ich hier nochmal ein bisschen extra. So. Oh ja, das wird richtig viel Eisen. Das freut mich jetzt schon. So, eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7 und 8. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben. Gut. Dann legen wir hier durchgehend überall Bänder hin. Kommst dann mal hier mit drauf. Dann das Ganze von hier wiederholen. Dann müssen wir irgendwo nur noch die Strommasten durchbekommen und dann läuft die Sache. So. Genau hier hin. Das Ganze werden wir dann hier irgendwo verarbeiten. Ich glaube, da werde ich ein bisschen Holz abreißen müssen, wie es aussieht. Aber alles nach und nach. Kann ich meine Shotgun Speed noch ein bisschen upgraden? Ja, kann ich. Wobei, vielleicht sollte ich hier mit dem Roten erst wieder weitermachen, wenn ich genau weiß, wo alles hinkommt. Wäre eventuell sinnvoll. Auf jeden Fall möchte ich da am Kupfer vorbei. Das steht schon mal fest.
Den Stein kann ich hier mal mitnehmen. Nicht, dass er hier irgendwie aus Versehen im Weg rumsteht. So, so, so. Mhm. Nein. Ah, dämlicher Baum. Moment. Du kommst hier weg, dann kommt hier so ein Teiler hin. Genau. So. Und ich glaube, dann kann man das Ganze schon mal anschließen. Mhm. Moment, erstmal einen Strom rüberziehen, damit man ganz genau sieht, wo was angeschlossen ist und wo nicht. Gut, dann hier der nächste und hier und da und wiederum hier und so. Gut. Ich kann mit einem Massaker 3 anschließen, das ist gut. So, das läuft jetzt erstmal alles. Wunderbar. Möchte ich die Spur hier zweiseitig haben oder nur einseitig? Das Schlimme ist, ich weiß es nicht. Weißt du was, ich lege erstmal die Brennkammer fest. Kohle werde ich dann auch nochmal extra abbauen. Weil ich habe ja genug Erzförderer für das Zeug mit dabei. Genau. So, 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 so und so. Das Ganze wird dann wieder so wiederholt, bis wir irgendwann ganz unten ankommen. Ja gut, die Lampe müsste man mal kurz wegmachen. Die können wir ja immer noch hier hinstellen. Genau. Gut. Und die restlichen Förderer bitte. Eigentlich bist du da komplett überflüssig, aber das macht ja nichts. So, für euch reichen dann gelbe Bänder. Papam, papam, papam. Und dann bitte hier noch durch. Teile habe ich hier. So, wunderbar. Gelbe Bänder sind mir abhanden gekommen. Sehr schön. Dann bräuchte ich mal meine Öfen. Fangen wir mal hier an. Dann benötige ich 1, 2 und hierhin. Wunderbar. Dann kann ich hier meine Öfen durchziehen. Ich glaube mal, das genügt.
Und dann, Moment, bevor ich hier weitermache, sollte ich definitiv mal ein paar Ärmchen craften lassen. Die werden wir allesamt brauchen. So. Gut. Ja, das sieht ein bisschen too much aus, aber es ist niemals too much. Na gut, du gehst hier mal runter. Dann kommst du mal hier entlang. So. Du kommst dann bitte mal auch schon mal mit. Ja. Gut, sonst kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Mach mal Blueprints, genau. So, jetzt muss ich gucken, wie hoch ich hier tatsächlich gehen will. Vielleicht nur bis hierhin. Und dann baue ich da mal so einen Teiler hin. Und dann kannst du hier abbiegen. So, du kannst gerne mal anfangen zu arbeiten, damit wir schon mal ein bisschen von dem Eisenzeugs haben. Und dann die restlichen gelben Bänder, bitte. Hoppala. Habe ich nur einen Tunnel? Ja, Tatsache. Das bringt mich natürlich nicht weiter. Wobei, nehmen wir einen roten, bevor ich wieder hochrenne. Den einen anderen Quatsch machen muss. So. Ja, ich sollte mir vielleicht noch ein paar rote Bänder organisieren, tatsächlich. Und vielleicht schon mal hier seitlich ein paar Ärmchen hinstellen. Auf der anderen Seite bitte auch schon mal. So, ich muss tatsächlich eins höher. Nun gut, machen wir. Oh, da werde ich noch eine ganze Menge roter Ärmchen brauchen. Noch eine ganze Menge gelber. Aber gut, da müssen wir durch. So, Eisen, meine Eisenkiste. Nein. Hier direkt mal bei der Quelle ein bisschen was abgreifen. So, die nächste Forschung ist durch. Sehr schön. Logistikroboter. Ja, mach mal. Hast ja sonst nichts Besseres zu tun. Gut, wie viele Bänder haben wir denn? Na doch, eine ganze Menge. Was bräuchte man denn noch? Teiler habe ich ja noch. Eisen für Ärmchen. Ich hätte direkt mal irgendwie so eine Ablagebox machen sollen. Aber gleich haben wir das Problem ja erledigt. Und dann haben wir kein Problem mehr. So. Weiter. Hm,
Moment, überschreibe ich die? Nein. Das geht dann ratzfatz, in der Tat. Aber ich brauche dann noch Ärmchen zum Auslegen. Damit hier schon mal eine Seite arbeiten kann. Moment. Gleich nochmal ein bisschen mehr Eisen organisieren. Juhu. Genau, nach oben. Das ist die richtige Richtung. Ich glaube, das wird dann hier meine Hauptschmelzeinrichtung. So. Und hier hin. Wunderbar. Und dann kannst du hier noch ein bisschen hoch. So, Strom. Ist ja aktuell das Wichtigste momentan. Genau, immer auf die untere Hälfte. Moment, wieso gibt es hier keinen Strom? Achso, weil ich hier nicht verbunden habe. Ich bin ja so ein Genie. Nun gut, das ist gut. Nee, das geht ja nicht auf. Da kommen ja überall noch rote Ärmchen rein. Also eins höher immer. Wunderbar. Und hier bitte auch unten rum. Hier hin. So, hier. Und hier. Und dann noch irgendwann mal hier. Gut. Das Eisen nehme ich mal direkt an mich. Um daraus Ärmchen zu machen. Gut. Das Ganze packen wir dann auch hier hin. Ja, es kostet zwar ein bisschen Zeit, so eine große Schmelze zu machen, aber hey, es wird sich definitiv lohnen. Davon gehe ich mal fest aus. Gut, dann fehlen hier noch die Rauslegeärmchen. Sehr schön. Und dann muss ich eigentlich nur noch auf die roten warten. Dazu kann ich mal die überflüssigen hier schon mal abbrechen. Sehr gut. Mehr rote. Und das ganze Spiel wird sich dann hier wiederholen. Und damit läuft die ganze Geschichte. Sehr gut. Eisen für alle.
So, die große Frage ist nur, wie bekomme ich es da angeschlossen, weil ich nehme doch die Hauptleitung. Vielleicht schließe ich es ja hier oben an. Oder doch hier irgendwie. Moment. Mal so einen Teiler hier hin. Dann hätten wir hier schon mal einen Anschluss. Dann muss ich nur noch... Nee. Nur noch hört sich in diesem Fall sehr einfach an, oder? Moment. So, das bauen wir alles ab. Kohle für dich. Nee, das wird ja auch nicht besser. Moment mal. So, normale Tunnel natürlich nicht, wobei, wenn ich die hier erstmal abgebaut habe, dann sollte es vielleicht klappen. Eins und zwei. Genau, da gib mir mal bitte so einen roten Tunnel. Gut, dann muss ich dich nur noch auf die andere Seite stellen. Klingt ja einfach. Gut. Dann wirst du ja hier dreimal gemischt. Soll mir aber recht sein. Jetzt muss ich hier irgendwie aus diesem Eck rauskommen. Passt ja beinahe, ne? Eieieiei, was hab ich denn da für Quatsch gebaut? So. Genau, wunderbar. Und nur noch anschließen. So, dann müssen wir das Ganze auch nur noch hier anschließen. Hier verbinden. Und unsere Eisenprobleme sind, denke ich, Schnee von gestern. Vorausgesetzt, hier kommt auch genug durch. Die nächste Forschung ist durch. Wunderbar. Ich glaube, dann können wir uns jetzt langsam an die blauen Fläschchen ranmachen. Tragbares Solarpanel. Mach einfach. Oh, da steht ja alles. Gut. Das dürfte des Rätsels Lösung sein. Und unsere Eisenprobleme sind jetzt für einen etwas längeren Zeitraum, denke ich mal, gefixt. Weil hier wird sich das bald überall alles ein bisschen stauen. Das macht ja nichts. Reiß mal hier noch ab. Soll sich das ruhig noch ein bisschen mehr hin und her mischen. Wenn sich das hier irgendwann mal aufgestaut hat, dann passt die Sache ja ebenfalls. Eieieiei, und dafür haben wir die ganze Folge benötigt. Ist ja schlimm. Oh, guck mal, hier kommt jetzt deutlich mehr Eisen an. Hier ist alles voll, hier ist alles voll. Hier... Na komm. Nein.
Ah doch, das ist wohl richtig so. Genau, jetzt kommt hier auch wieder Eisen durch. Dann läuft das Ganze wieder. Und alle sind happy. Hier staut sich das Eisen auch. Hier sowieso. Hier ebenfalls. Ah, guck mal, hier staut sich sogar mittlerweile das Zeug. Ich glaube, hier brauche ich schnellere Ärmchen. Da wollen wir hier mal so einen Stapelgreifen ausprobieren. Vielleicht reißt der ein bisschen mehr raus. Weil der packt ja deutlich mehr auf einmal. Dadurch wird dann mehr Batteriesäure produziert und alle sind happy. Gib mir noch einen. Wobei, aber da kommt jetzt gar nicht mehr Schwefel hier hinten durch. Ist auch in Ordnung. Weil der haut ja immer instant 5 Stück rein. Ja. Sollte doch mal was durchkommen. Wobei, das hier könnte man beschleunigen. Dann kommt überall auch ein bisschen was an. Genauso wie man das hier beschleunigen könnte. Oh oh. Hallo. Du da rein. Du hier rein. Und dann läuft der Spaß. Und dann staut sich auch die Schwefelsäure. Sehr gut. Hier staut sich das Eisen auch schon langsam wieder auf. Das ist gut. Und hier hinten läuft es dann endlich auch mal. Geh mal auf Kampfroboterschaden oder... Nee, mach die fortschrittliche Metallverarbeitung. So. Hier dauert es natürlich aber, bis das Eisen oben ankommt. Naja, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.